Sexfotos, Chatverläufe und mehr. Alles zu den Fremdgehvorwürfen gegen Sarah Lombardi. Als die ersten Gerüchte über Bilder aufkamen, auf denen Sarah Lombardi in Intimsituationen mit einem anderen Mann zu sehen sein soll, meinte Sarah noch, dass ihr jemand etwas anhängen möchte. Und auch ihr Mann Pietro verteidigte seine Frau auf Facebook. Doch mittlerweile wurden diese angeblichen Fotos veröffentlicht. Und nach Montagen sehen sie ganz und gar nicht aus. Auch brisante Chatverläufe zwischen Sarah und ihrem Ex-Freund aus Schulzeiten, der Mann auf den Fotos sein soll, sind aufgetaucht. Die Nachrichten zwischen den beiden waren neben alltäglichen Dingen auch das Ausmachen von Verabredungen und Aussagen wie zum Beispiel, dass Sarah keine Gefühle mehr für Pietro hat. Von dem einstigen Traumpaar hört man seit einigen Tagen nur noch wenig. Das Letzte, was man von Sarah hörte, war ein Facebook-Post, in dem es hieß, dass sie jetzt erst einmal Zeit für die Familie brauchen und um Verständnis bitten. Und am Sonntag soll Sarah alleine mit ihrem Sohn nach Griechenland geflogen sein. Pietro meldete sich nicht mehr zu Wort, doch seine Taten sprechen für sich. Denn er hat nicht nur sein Titelbild, auf dem das Ehepaar zu sehen war, ausgetauscht, sondern auch alle Fotos von ihm und Sarah von seiner Instagram-Seite gelöscht.